Hallo, herzlich willkommen hier in der Buchbinderei im Deutschen Museum. Ich bin die Alex, bin Buchbindermeisterin und arbeite hier schon seit 25 Jahren. Bestimmt hast du schon mal ein Heft geschrieben und dir ja vielleicht die Frage gestellt, wie halten denn die losen Blätter zusammen? Wie kann es sein, dass ich umblättern kann, ohne dass alles auseinanderfliegt? Und wie das funktioniert, kann ich dir hier zeigen. Um lose Blätter zusammenzubringen, kannst du natürlich unterschiedliche Techniken anwenden. Es gibt das Kleben, das nennt man Klebebinden, so wie ein Taschenbuch so ähnlich. Dann gibt es Drahtkämme, die dann zusammengebogen werden. Drahtkammheftung nennt man die. Dann kann man es klammern. Entweder so, wie du es vielleicht schon mal gesehen hast, in Zeitschriften oder auch so dickere Sachen werden direkt oben drauf geklammert. Und die älteste Methode, lose Blätter zusammenzubringen oder zusammenzuhalten, ist das Heften. Und das macht man mit Nadel und Faden, hat man früher schon gemacht und da hat sich eigentlich nichts geändert. Wenn wir hier in der Buchbinderei Hefte heften und es sind viele, dann müssen wir uns natürlich irgendwie helfen, damit es nicht so lange dauert. Dafür nutzen wir dann unsere Geräte, zum Beispiel fürs Knicken oder fürs Falzen nutzen wir das Rillgerät. Da siehst du hier schon eine Rille, dann kommen die gefalzten Blätter rein. Dann kommt es zum Klopfer, heißt das Gerät. Mit dem kommen die Klammern von oben ins Heft. Und dann ist das Heft zwar schon fertig und es kann nichts mehr auseinanderfliegen, aber die Kanten sehen natürlich nicht so schön aus, weil überall ein bisschen Papier rausschaut. Und deswegen kommt es dann noch in die Schneidmaschine und dann kann man dreiseitig beschneiden. Dann ist es auf allen Seiten wieder schön glatt. Und wie du zu Hause jetzt auch ein Heft heften kannst, zeige ich dir gleich im Kinderreich. Da arbeiten wir dann mit Nadel und Faden. Hier habe ich eine Auswahl an Materialien für dich mitgebracht, die du zum Hefteheften brauchst. Zuallererst eine Arbeitsunterlage, dann ein paar Bögen Papier, ein Bogen Fotokarton, einen kleinen Streifen Fotokarton, eine Klammer, eine Ahle, Bindfaden oder Kordel, eine Nadel, dann noch eine Schere und einen Cutter, einen Bleistift und ein Lineal und dann noch Stempel, Stempelkissen, Washi-Tape und Stifte zum Verzieren. Wir starten mit dem Papier. Das sollten nicht mehr wie 8 Blätter sein, weil sonst wird es dir nachher zu dick zum Durchstechen. Schön aufstoßen und langsam Ecke auf Ecke. Und dann mit dem Fingernagel geht es am besten hier so drüber streichen. Das gleiche auch mit dem Fotokarton, der ja der Umschlag ist. Dann haben wir hier den Fotokartonstreifen, der ist genauso hoch wie dein Heft. Da verteilst du deine 5 Stiche, kannst du mit dem Lineal abmessen. Dann nimmst du dir den Umschlag, dein Heft, die Schablone rein und fixierst das Ganze mit der Klammer. Dann brauchen wir jetzt Nadel und die Kordel. 1, 2, 3 mal die Höhe von deinem Heft. Dann hat man nachher auch genug, noch eine Schleife zu machen. Dann wird eingefädelt. Das ist das Schwierigste am ganzen Heften. Legst du erstmal zur Seite, weil jetzt müssen wir erstmal vorstechen. Hier ist die Ahle, die man selber basteln kann. Da nimmst du dir eine lange, bisschen dickere Nähnadel und einen Korken, stichst dir mit der Spitzenecke erstmal rein und dann steckst du dir aber da, wo die Öse ist, rein und dann hast du auch eine Ahle, mit der du gut vorstechen kannst. Das ist meine Ahle, ist ein bisschen größer und die Nadel ist eben fest. Beginnen tun wir in der Mitte und dann geht es jeweils zu einer Seite. Immer schön vorsichtig von der Mitte durchstechen. Wenn du das jetzt nicht schaffst, kannst du gerne einen Erwachsenen fragen.
der dir die Löcher vorsticht. Das Heften alleine kannst du dann auch ohne Hilfe schön vorstechen. Die Schablone braucht man nicht mehr. Dann geht es weiter mit der Nadel und der Kordel. Starten tun wir in der Mitte und außen, weil dann können wir nachher auch außen noch die Schleife machen. Ein bisschen was hängen lassen, dass man nachher auch genug Kordel hat, um zu verknoten und die Schleife zu machen. Also immer von innen wieder nach außen, von außen wieder nach innen. Die Mitte wird übersprungen und es geht erst wieder hier rein. Jetzt sind hier die Kordeln auf einer Seite rausgekommen. Da ist es besser. Man schaut, dass links eine ist und rechts eine ist. Nochmal schön festziehen, dass auch alles schön straff ist. Dann kann sich das schnell wieder lösen durchs Heft benutzen. Dann machst du die Schleife und kürzt es. Jetzt sieht es natürlich ein bisschen langweilig aus. Da kannst du dann mit Stempel und Washi-Tape oder Stiften dir dein Heft noch verzieren. Beim Stempeln ist es wichtig, dass du immer so ein bisschen im Stempelkissen rumdrückst, weil die Farbe nicht nur in der Mitte ist. Und dann Washi-Tape ist eben praktisch, weil das auch ein Papierklebeband ist. Da ist es auch ganz gut, wenn man es jetzt hier klebt zum Beispiel, dass man es jetzt nicht oben und unten abschneidet, weil sonst löst sich das schnell wieder, sondern hier um die Kanten auch noch rübergehen lässt. So, schon ist es fertig. Und wenn dir jetzt hier die überstehenden Blätter nicht so gut gefallen, kannst du dir nochmal dein Lineal nehmen und einen Cutter. Und da ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn dir ein Erwachsener hilft, weil es die Cutterklinge natürlich sehr scharf ist. Und dann kannst du dir hier die überstehenden Blätter kürzen. Schon schaut hier vorne nichts raus. Dann habe ich hier noch ein paar Beispiele, aus was man sonst noch Hefte machen kann. Hier, das war eine Teeverpackung oder hier eine Glückwunschkarte. Man kann das Ganze nämlich auch nur mit drei Löchern machen, da wird auch in der Mitte gestartet. Hier sind verschiedene Papiere mal, also du musst nicht bloß das weiße Kopierpapier nehmen. Hier ist ein altes Kuvert, das kannst du dann als Tasche mit reinheften. Also du siehst auch, es muss nicht alles gleich groß sein. Und das hat mal ein Kind mir gezeigt, das hat nämlich einen langen Faden übrig gelassen, hat eine Perle dran gemacht und daraus dann ein Lesezeichen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und was mich total freuen würde, ist, wenn du uns ein Foto auf Insta oder auf Facebook zeigen könntest von deinem Heft oder vielleicht sogar von deiner ganzen Heftesammlung. Und wäre schön, wenn du vielleicht das Deutsche Museum gleich noch mitverlinkst. Bis zum nächsten Mal.